Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schwarzlichtvergeltung mit meinem Kumpel Kühltheke. Das werde ich ab jetzt immer sagen. Kühltheke oder Frosttech? Genau, und was ihr bestimmt schon wusstet, Blacklight Retribution heißt nämlich nichts anderes als Schwarzlichtvergeltung. Informative Informationen ist natürlich auch so da. Man könnte meinen, wir sind besoffen. Das trifft allerdings nur auf einen von uns beiden zu. Na, ach komm. Doch, komm. Ich habe gerade hier mal mein zweites 5,0 angebrochen. Ja, ihr wisst Bescheid. Alles, was er sagt heute Abend, nicht für voll nehmen. wir werden hoffentlich eine Runde Team Deathmatch dominieren und die ersten beiden Plätze in dem jeweiligen Team belegen. Beziehungsweise vielleicht spielen wir sogar mal zusammen in einem Team. Aber, war ja bis jetzt nie der Fall. Deswegen hoffen man wir kann aber nicht. Man kann vielleicht dazu sagen, dass all unsere Gegenstände abgelaufen sind. Ja, wie ihr seht, spielen wir hier wieder komplett in unserem Standard-Scheiß. Ohne Visier, daher, ohne alles. Daher sind wir ein bisschen im Nachteil. Ja. Aber, so wahr uns Gott helfe, wir werden kräftig abräumen. Denn wir haben ja unser riesengroßes Gehirn, im Gegensatz zu den meisten anderen Spielern hier bei Schwarzlichtvergeltung. Die noch nicht mal wissen, dass es Schwarzlichtvergeltung heißt. Und mit dem machen wir einiges wett. Und meine super stark eingestellte Maus mit hochempfindlicher Gedöns. Ja komm, wir lassen uns den Spiel starten. Ich laber hier wieder irgendeine Scheiße. Ja. Ich mach mal beitreten. Oh, ich komme mit. Boah, da geht's direkt ab. Ach du Scheiße. Nicht rausgekommen. Oh Mann. Punkbuster Kick It Player D9 for 0 minutes. Was? Service Communication Failure. Punkbuster Excel. Ich versuche dir nochmal beizutreten. Moment. Frosttag. Du bist aber noch drin, ja? Ich bin noch drin. Aha. Oh, was war das denn? Ich hab gerade einen Bluescreen im Spiel gekriegt. Leute, das wird ein kurzer Cut im Spiel. Ich muss kurz meinen Punkbuster neu installieren. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, da bin ich wieder nach kurzzeitiger Unterbrechung. Und zwar hatte ich ein paar Probleme mit Punkbuster. Ich habe nämlich bei Battlefield 4, der offenen Beta, versucht, meinen Punkbuster zu reparieren. Habe es allerdings kaputt repariert. Deswegen musste ich jetzt hier mal ein paar Einstellungen verändern. Kann aber jetzt wieder spielen. Hoffentlich. Lach mich nicht an, Junge. Schlacht dich kaputt, Alter. Was willst du, Mädchen, du? Mädchen, lecker Mädchen, oh. Komm. Schwartkind, riss du Aschabrak, mach mal eine Runde an hier. Alles klar. Die Kinder vor ihrem Bildschirm wollen was sehen. Robert. Robert. Oh, die Kinder wollen was sehen. Ja. Okay, wie ihr seht. So, ach, die Map. Oh, jetzt wird's übel. Ich muss mich ganz kurz vernünftig hinsetzen. Oh, da liegt ein... Ach, du Scheiße. Oh. Aus Versehen den Ton ausgeschaltet. Das war keine so gute Idee. Da unten läuft einer. Den krieg ich. Oh, schade. Da war ich mal wieder zu langsam. Ja, wo laufen sie denn? Da läuft einer. Boah, ich muss mich hier gerade voll wieder reinfinden, ne? Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Mindestens drei genau Jahre. Gefühlte, ja. Gefühlte. Das geht doch nicht. Oh, Mann! Mann! Right? Du warst mein erster Kill. Ich hätte beinahe vergessen, dass es dieses Visier gibt. Ja, nein, du. Ah.
Hab ich nicht gesagt. Ich hab nichts gesagt. Scheiße, ey. Das war jetzt doch echt mal dumm gelaufen. Nee. Ich wollte nur Tabulator drücken. Ich vergesse immer, dass wenn man Tabulator und Shift zusammendrückt, dass dann, Headshot. Oh, da ist noch einer. Oh. Arschloch. So ein also diese, Arschloch. Also diese 5 Sekunden Einstiegszeit sind ganz praktisch, um mal am Bier zu nippen. Ah. Der Herr verwöhnt sich selbst. Ja. Ich bin ja natürlich eine Art Fassung gar nicht. Boah. Tschüss. Noch habe ich eine positive Quote. Noch bin ich zufrieden. Aber es kann sich ganz schnell ändern. Scheißdreck. Naja. Das hebe doch nicht. Vorne geht große Action. Oh, Scheißdreck. Also irgendwie. Ich war mal besser. Und ich bin noch nicht mal besoffen. Wer ist denn hier besoffen? Keiner. Nein, oh, Gott. Schon zu Ende. Yeah, gewonnen. Und ich war Vorletzer. Oh. Du hast sogar mehr Punkte als ich, obwohl. Du hast nur 3. Wie hast du das geschafft, mit 3 Kills so viele Punkte abzustauben? Kein. Das. Headshots. Hab ich auch gemacht. Ich war quasi der Headshot-Meister. Und wir sind im selben. Wir waren im selben. Nee, wir sind immer noch im selben Team. Also, Leute, wenn ihr wisst, wie man bei Blacklight die Teams wechselt, dann schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare. Das wäre echt mal nice to know. Ich habe das bis jetzt nicht geschnallt. Und Google gibt leider auch keine Infos. Ich auch nicht. Also, ich bin schon fast am Vermuten, dass es gar nicht möglich ist. Aber man soll sowas ja nicht ausschließen. Oh, diese Lobby-Aufenthalte dauern immer viel zu lange. Ja. Ich will Feinde töten. Nicht ihren Namen im Team bestaunen. Seaport, das ist eine neue Map? Kenne ich gar nicht. Seaport? Keine Ahnung. Bestimmt kennen wir die schon, aber die sagt uns einfach nichts. Okay, Kinder. Es geht los. Ach doch, ja, kennen wir. Genau. Das ist Seaport? Das erinnert mich aber überhaupt nicht an eine Seestation. Oh oh. Ja. Ach, Scheiße. Der hat sein Visier auch benutzt. Wäre auch zu schön gewesen. Da hinten schlafen und jetzt geht's. Aber ich traue mich nicht so wirklich, da hinten zu laufen. Da läuft einer. Jawoll. Was geht denn jetzt ab? Okay, da war so eine Granate, die mich so ein bisschen. Da liegt eine Granate, die sollte ich umlaufen am besten.
Puh. Komm, jetzt hat nur Assist-Punkte. Oh, fick dich doch. Scheiße. Was ist denn los? Du zeigst überhaupt keine emotionalen Ausdrücke. Ich komme mir so alleine vor, wenn ich fluche. ich versuche mich gerade noch zu beherrschen. Na gut, dann beherrsche ich mal. Sei dir erlaubt. Oh oh, ich befinde mich im Feindlager. Scheiße, und der war hinter mir. Ich krieg's kotzen. Also gerade kriege ich nicht wirklich was gebacken. Nee, ja nicht. Und diese Standardwaffe, es ist so scheiße. Alle Items sind wieder weg. Wie schön nervig ist das für schon? Ja, das ist schon... Wie viel Geld muss ich denn sparen, damit ich mir die alle auf Reserve kaufen kann? Das ist ja übel. Das ist echt krass, wenn ich ein Spiel ein paar Tage nicht gespielt habe, muss ich mich echt so mega wieder reinfinden. Geht mir genauso. Das waren jetzt höchstens maximal 5 Tage, wo wir nicht gespielt haben. Trotzdem schon wieder eine halbe Ewigkeit. Was will ich denn? Was hast du? Hm? Bist du wieder im Gegner-Team? Nee. Hm. Du bist im Gegner? Nein. Das gibt's doch. Das ist doch unfassbar. Was geht da ab? Das ist eine komische Verpixelungsgranate. Die sind auch eigentlich ziemlich geil gemacht. Aber es ist immer mega verwirrend. Das ist der Sinn und Zweck der Granaten. Ich finde den Weg zur Party nicht. Aber ich glaube, ich bin noch gar nicht eingeladen. Oh, ich wusste doch, dass hinter mir einer. Wo denn? Oh, komm her, du. Ah, geschafft. Meine Fresse, war aber auch allerhöchste Eisenbahn hier. Das war gerade eine kranke Aktion. Wo sind die Gegners? Noch 100 Meter. Kennst du das? Krasser Macker. Nee, kenn ich nicht. Oh Mann, das ist so ein... mega schlechter Rap. Von, weiß ich gar nicht, von dem das ist. In dem Fall habe ich einen Ohrwurm gehabt. Haftbefehl. Könnte ich mir vorstellen. Nee. Nein? Ah, nee, ich glaub nicht. Den gab's da, glaub ich, nicht. Fuck! Ganz ehrlich, ich hab keinen Plan, wo du bist und ich kann auch. Den muss ich mir merken. Die 100 Meters? Mhm. Ja, google nachher einfach mal. Oder ich google und schick dir wie immer einen tollen Link. Ich würde mich freuen. Ah, ich hab deinen Namen gesehen. Hallo, rein auf da. Oh, scheiße. Entschuldigung. Ja, da ist doch ein Gegner-Team. Hä? Check ich nicht. Ja, ja, klar. Ich dachte, wir wären in einem Team gegeben. Egal. Und wieder nur Assist-Punkte. Oh, oh, fuck. Oh nein, da hat sich jemand einen fetten Roboter geholt, ey. Ich fasse es nicht, so einen scheiß Kampfanzug. Warum?
Warum tut er sowas? Ich muss mir auch mal sowas Fettes holen, aber ich krieg keine Punkte gerade irgendwie. Oh, ist vielleicht fast hier runtergefallen. Shit. Oh, Scheiße, diese verkackten Sprengfallen immer. Und er überlebt noch, das ist unfassbar. Ja, komm, jetzt muss ich hier mal ein bisschen das andere Leben zum Kochen bringen. Und eine Runde ausrasten. Anscheinend Besuch. Oh, das gibt's doch nicht. Und er stirbt auch nicht, weiß. Wird aber auch Zeit. Also, irgendwie bin ich mit meinen Fähigkeiten gerade nicht besonders zufrieden. Oh, nee, nicht wirklich. Komm her, du. Nein! Mit deinen aber auch nicht. Das gibt's nicht. Ach lol, ich hab noch einen Headshot-Verpass am Ende. Aber nicht in den Top 3, ne. Noch nicht mal in den Top 4. Noch lange nicht. Noch nicht mal in den Top 5. Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich echt... Guck dir mal die Ausrüstung von dem... Ja, ach ja. Heini da an, so. Kein Dunst wie das. Also, ja, wie auch immer, die investieren da echt Geld. Das ist uns zu blöd. Wir nehmen dafür lieber einen Kredit auf. Stell dir vor, du gehst zur Bank und ich hätte gerne einen Kredit für mein Computerspiel. Ich möchte mir die beste Ausrüstung kaufen, die es gibt. Oder für einen neuen PC. Ja, da habe ich aber keinen Kredit für aufgenommen. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, wenn ich irgendwann Millionär bin, dann bist du der Erste, der von mir einen 25.000 US-Dollar Rechner bekommt. Yay, kennst du übrigens den 1-Million-Dollar PC? Nee, den will ich ja gar nicht haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom der frisst. Die sehen aber geil aus. Ja, aber ich glaube, ein PC mit 4 GTX Titan Grafikkarten, den wirst du auch nicht ablehnen, oder? Auf keins. Gut, dann sind wir uns einig. Ich gebe, hallo, hier 1 Million für einen Rechner. Ich meine, 25.000 sind genug. Wer es hat? Wer es hat, ja, die NASA zum Beispiel. Hm. Aber selbst die haben teilweise noch XP auf ihren Rechnern. Also, die Map ist mir neu. Oh. Das sieht doch mehr nach. Nee. Das ist nee. Ach, Pillepalle neu hier, hallo. Ich dachte. Ah, diese scheiß Granaten, die einen Bluescreen machen, die packen uns so ultrad ab. Hier diese Whiskards aus seinem Team, die wirft einen Bluescreen da. Ist ein bisschen scheiße. Oh, ich bin gefangen. Oh, doch nicht. Nein, da kommt die alle von mir auf einmal. Ja, ja. Unglaublich, unglaublich. Warum zum Teufel erscheint die nicht auf meinem Radar? Scheiß Cheater, möchte gern mit so viel Taschengeld. Boah.
Oh ja, Taschengeld, das war schön. Das gibt Taschengeld. Ah, das habe ich aber noch einen Headshot gedrückt. Sehr nice. Oh, ich sehe deinen Armen. Wo ist er denn? Ah, ne, doch nicht. Oh. Vor dem wollte ich eigentlich abhauen, aber ich habe es nicht so ganz geschafft. So. Oh Gott. Langsam. Läuft es wieder. Mann! Wie, du bist auf Platz 1. Ich weiß auch nicht warum. Don't ask me, don't ask me. Gibt's doch nicht. Oh, die ganzen Gegner sind am anderen in das Schlachtfeld und ich darf hier hinten. Seelenruhig allein durch die Gegend. Bestimmt wieder von hinten gleich gekillt, weil da die Gegner spawnen. Nein! Schon wieder der! Oder die oder was auch immer. Hilfepunkte bekomme ich, aber sonst nichts. Was kann ich mir denn von Hilfepunkten kaufen, ganz ehrlich? Ein Keks. Hm? Ein Keks. Noch nicht mal. Das macht gar nichts. Alter, das gibt's doch nicht. Ich treffe die nicht. Aber. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, um auf den gesamtersten Platz zu kommen. Zwei gegen eins. Kann ich keine Kekse backen. Assist? Von wem habe ich denn jetzt Assist-Punkte bekommen? Beziehungsweise für wen? Oh, oh, ach du Scheiße. Und ich wurde überholt. Oh. Oh, Leute campen sich da aber auch gerade zurecht, ne? Naja. Gerade verfalle ich echt in Denkerpose. Selbstmitleid? Ich kann mich gerade. Was? Selbstmitleid? Alter! Nein! Scheißdreck! Viel zu spät erst aus dem Visiermodus rausgegangen. So eine Kacke. Da oben geht die Party. Wollen wir ein bisschen mitmischen hier? Ja, bin schon dabei. Meine Tanzfähigkeiten unter Beweis stellen. Hä? Was hab ich denn jetzt? Oh, fuck. Oh, oh fucking hinter mir. Sniper, Alter. Ich habe noch nie erlebt, dass ich in diesem Spiel wiederbelebt worden bin, ne? Also entweder ist dieses Spiel einfach nur mega asozial. Oder es gibt echt keinen, der hier mit einem Medipack rumläuft. Ich nur einmal. Du bist wiederbelebt worden? Einmal, ja. In der gesamten Spielzeit. Krass.
schon, ich muss nur ein paar. Natürlich, was bekomme ich jetzt für Punkte hier? Ah, Mist, Kiste. Boah, mehr als schwanger. Aber ich müsste wieder relativ weit oben mit. Jetzt langsam haben wir wieder gefallen. Ah. Entschuldigung. Oh. Weißt du, da spawn ich an denselben Punkt wie ihr. Geh ein paar Schritte nach vorn und er spawnt euer gesamtes Team direkt hinter mir. Unglaublich. Das ist halt ein trauriges Spiel. Fang gleich an zu weinen! Das hoffe ich jetzt mal nicht. Nein, auf keinen Fall! Mann! Und wieder nur Hefepunkte. Komm, beleb mich wieder, beleb mich wieder! Ach nee, das kannst du ja nicht. Scheiße. Das kann ja hier keiner. Und meine Leute gammeln hier hinten und machen einfach gar nichts. Ich fange natürlich an zu weinen. Oh. Ah, scheiß drauf. Platz 5. Na, ich weiß ja nicht so recht. Ja. Ich hasse das, dass ich jetzt ohne Visier spielen muss, sich zum Kotzen. Scheiße. So eine Kacke hier mit dem Kimon Korn Gedöns. Aber ich krieg das schon noch gepackt. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich glaube, eine Runde schaffen wir noch, ne? Gute Frage. Ja, eine Runde machen wir noch und das hat eine längere Folge. Ich glaube, es ist schon die vierte Runde, die wir jetzt zocken. Das müssen ungefähr 40 Minuten sein, aber ist ja auch Wurst. Du hast ein Bier. Ich hab meine weiße Wand neben mir. Weiße Wand? Ja, die ist schön. Ich fühle mich wie in einem Knast. Nein, Quatsch. Ja, Gummizelle. Nee, meine Wohnung ist echt schön eingerichtet, muss ich sagen. Ich ist das so? Ja, ich hab... So ein fettes, wie heißt das hier, wenn du, ein Panorama, quasi so ein Panoramabild von New York in einzelnen Teilen aufgehängt. Überm Bett, sieht richtig fett aus. Nicht schlecht. Mein Bett ist sowieso mega fett mit dicker Leder-Nackenstütze. Also Ladies, ne? Satanwäsche drauf. Alles halt ja. Bereit, würde ich mal sagen. Also ich habe hier über meinem Display so ein Wandregal. Unter dem Wandregal hängt eine LED-Leiste. Mhm. Und die strahlt in allen Farben. Oh. Klingt nach Regenbogen. Ja, genau. RGB. RGB. Rainbow Glamour. Was weiß ich denn, Mensch? Kenn ich mich mit so einem Scheiß aus? Nee! RGB, Red, Green, Blue. Ach so. Ja. Und CMYK ist Cyan, Magenta, Yellow und Black. Na, wenn du Schwarz. Das sagst. Das ist Künstler-Grundbasis. Nee, hier. Der Typ aus der Ferne. Bastard, hat uns beide gekillt? Oh, der hat auch viel. Ach du Scheiße, ja, schon so eine lila Waffe, das ist schon kein gutes Zeichen.
wenn jemand mit farbigen Waffen rumläuft, dann hat er keine Hemmung, sein Echtgeld für irgendwelchen Stücken. Nee, nee. Das habe ich schon öfters gemerkt. So, wo geht denn jetzt hier die Party? Boah, das gibt's doch nicht. Schon wieder der. Der ist bestimmt noch auf dem ersten Platz, ne? Ja, ja, klar, war klar. Schon 8 Kills. What? Was für ein Freak. Fucking Blue Screen. Das ist diese Granate, ne? Ja. Ja, sieht aus, als ob das Spiel abstürzen würde. Ejo. Das ist richtig übel. Windows Blue Screen. Nein. Dumm gelaufen. So. Ich hab voll Schiss vor dieser Map, da kann man nicht so viel in den Ecken verdecken. Ah. Meine Leute stehen gerade irgendwie nur im Spawn rum. Das ist ein bisschen nervig. Ah, hätte klappen können. Wie kommt man denn hier hoch? Bin ich jetzt Blade oder was? Hm? Oder sehe ich hier? Ich blick hier gerade nicht so wirklich, wenn man hier. Ach so, doch da. Na, Alter, geht doch. Boah, was? Von wo hat der das denn jetzt angeschlichen, bitte? Unfassbar. Wie wenn er es geahnt hätte. Was, wer? Irgendeiner aus seinem Team. Da ist explodiert, Alter. Dieser Typ ist echt krass, dieser Tico-Wichser da mit seiner komischen lila Waffe. Entschuldigung. Mhm. Aber eigentlich tun es mir überhaupt nicht. Oh, was? Wo kommt der denn jetzt her?
mein Team kommt irgendwie nicht aus den Pötten, ne? Die chillen nur bei uns im Camp, im Spawn. Na komm. Ich sterbe mittlerweile viel zu oft. Ich schlage jetzt noch Raketen immer ein. Boah, die wissen immer direkt, wo ich komme, das ist unfassbar. Geh mit ihrem scheiß Visier da. Scheißdreck! Und der mit seiner dicken Panzerung und ich hab hier keinen einzigen Ausrüstungsgegenstand mehr. Nicht auch nicht. Das ist zum Kotzen. Irgendwann, wenn die alle sehen, irgendwann habe ich hier alles einmal gekauft. Alles set, alles durch. Oh, wie bitte? Ach, scheiße. Na. Fuck. Und da eliminiert mich dieser komische Tilk-Wichser da, dieser... Oh Gott, wie ich ihn hasse. Wie sehr ich ihn hasse mit seiner komischen... Ach. Noch eine Minute. Oh, oh, oh. Zeit noch ein paar Punkte zu machen hier. Oh, der ist so schnell, der ist so verdammt schnell. Unfassbar. Und er heilt sich natürlich direkt wieder sofort. Unfassbar. Ah, Mann! Du hast mir die ganze Tour versaut. Entschuldigung. Und der eine aus meinem Team hat mich überholt. Ich fass es nicht, ey. Ich fass es nicht. Naja. Guck dir diesen Lacker an mit seiner scheiß lila Waffe, Alter. Hurensohn. Tiglit. Komm, wir, komm, das war jetzt die letzte Runde. Ja. Weiter zur Pause und dann steigen wir mal kurz aus. Glückwunsch zum Abschluss dieser Mission. Ja, ich verdiene hier immer irgendwelche Auszeichnungen. Ich habe 4500 Credits, das heißt, oder Game Points. Können wir uns mal in der nächsten Runde ein paar, wie heißt es? Einen Clan vielleicht mal kaufen. Hat ja mal Zeit. Naja, Jungs und Mädels. Das war's dann für diese Runde Let's Play Schwarzlichtvergeltung. Zusammen mit dem Kühlfach. Oder wie, nicht Kühlfach, Frost-Tech, Frierschrank, nee. Was hatten wir? Friertruhe! Ja, jetzt hab ich's. Friertruhe. Ihr versteht's, ne? Frost-Tech. Friertruhe. Ja, wie auch immer, also, muss man nicht verstehen. Gefriertheke. Da-dam. Hätte ich schon wieder fast vergessen.
Oh, oh, nee, ich wollte aussteigen. Party verlassen. Ja, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn ihr den YouTube-Kanal von mir und vom Frosttech, Klammer auf, Klammer zu, nee, solltest du zuerst was sagen, Klammer auf, Carsten, Klammer zu, abonniert. Jede Menge geile, ja, was, erklär einfach mal, was du da vorstellst. Ich stelle vor, diverse Cinema 4D-Render. In der Zukunft werde ich noch ein paar Tutorials raushauen. Oh. Ja. Hört, hört. Nicht nur in Cinema 4D, sondern auch ein bisschen in After Effects. Also ich werde auf jeden Fall mit dabei sein, also nicht sprachlich, sondern gedanklich. Und nachher in den Videos versuche ich dann nachzuvollziehen, was er da erzählt. Und oh, ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meinen Taschenrechner gestartet. Aber ist nicht so schlimm, wir sind, befinden uns ja gerade im Outro. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ja. Und ja, Daumen hoch. Bis demnächst. Tschüssi.